Ob der Jahrgang 2020 ein gutes Anlagejahr werden wird, ist noch nicht entschieden. Ganz sicher war es aber ein aufregendes Jahr. Doch der Blick zurück ist müßig. Es ist Zeit, in die Zukunft zu blicken, ins nächste Jahr. Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk Home Office Edition im Dezember 2020. Meine Gäste sind heute Thomas Stucki, Chief Investment Officer, und Jan Widmer, Fondsmanager Aktien St. Galler Kantonalbank. Thomas Stucki, über Ihren Ausblick 2020 haben Sie einen prägnanten Titel gesetzt, widerstandsfähiger als befürchtet. Was meinen Sie damit? Ja, im ersten Lockdown, März, April dieses Jahr, musste man ja wirklich das Schlimmste befürchten, wenn man sich die leeren Innenstädte, beispielsweise die Bahnhofstraße in Zürich, vorstellt. Dann sah es wirklich düster aus. Das war auch an den Aktienmärkten so, 30, 40% minus, gewisse Titel noch mehr. Aber ebenso erfreulich war dann auch der Rebound im Sommer und im Herbst, sowohl wirtschaftlich wie an den Aktienmärkten. Man hat gesehen, die Welt bricht nicht zusammen, es geht weiter. Und das war das Erfreuliche dran. Und worauf müssen die Anleger jetzt in den nächsten Monaten achten? Es sind auch drei Dinge, die für die Märkte wichtig sind. Zum einen fängt ja nach dem Jahresanfang die Corona-Impfaktion an. An vielen Orten wird sich zeigen müssen, ob das wirklich auch so rund läuft. Sind die Impfstoffe vorhanden? Tauchen nicht plötzlich Nebenwirkungen auf, die das Ganze in Frage stellen? Das ist sicher das eine. Das zweite ist, die Hilfsprogramme, die sind jetzt vorbei. Jetzt geht es um den Aufbau. Beispielsweise in den USA wird Biden ein Infrastrukturprogramm durchbringen. Das macht die EU mit ihrem Hilfsprogramm von 750 Milliarden. Gibt es dann auch effektiv Projekte? Und das Dritte, vielleicht das Wichtigste, steigen die Gewinne der Unternehmen wirklich so stark, wie das die Finanzmarktteilnehmer heute erwarten? Ja, Wittmer, die Industrieproduktion steigt, die Stimmungsindikatoren, auch die steigen weltweit, das trotz den diversen Lockdowns in vielen Weltregionen. Was bedeutet das für Ihren Konjunkturausblick weltweit? Die Erholung der Konjunkturindikatoren und der Nachfrage ist fürs zweite Halbjahr und fürs 2021 sicherlich positiv zu werten. Hier sicherlich so, dass die Normalisierung weiter fortschreiten wird. Kurzfristig kann man natürlich nie ausschließen, dass gewisse Länder oder Regionen Einschränkungen veranlassen, aber der Trend geht in die richtige Richtung und das ist die Basis, dass die Situation sich normalisiert. Dementsprechend erwarte ich ein Wirtschaftswachstum in Europa und den USA von rund 3%. Und was ist Ihr Ausblick für die Schweiz? Die Schweiz ist eine Exportnation und dementsprechend sehr stark auch abhängig vom Umfeld, also vor allem von Europa, den USA, aber auch von China. Und diese drei Länder oder Regionen erholen sich oder wachsen aktuell. Und das wird sich 2021 fortsetzen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Schweiz analog in Europa und den USA 3% wachsen kann. Thomas Stucki, Jan Widmer zeichnet ein positives Konjunkturbild. Wird das jetzt die lang ersehnte höhere Inflation bringen? Ja, die Inflationsrate ist momentan immer noch im negativen Bereich bei uns in der Schweiz, minus 0,7%. Das heißt, die Preise sinken, Corona-bedingt. Im nächsten Jahr dürfte sich das umdrehen. Man vergleicht ja immer mit dem Vorjahr. Das heißt, im nächsten Jahr dürften die Preise leicht steigen, Inflationsrate in den positiven Bereich wechseln, aber nur geringfügig. Inflation wird zumindest auch an den Finanzmärkten im nächsten Jahr überhaupt kein Thema sein. Keine Inflation heißt auch keine steigenden Zinsen. Ist das so einfach? Ja, es ist natürlich schon stark vereinfacht. Es ist ja nicht nur die Inflation, die die Zinsen bewegt. Da ist noch die Geldpolitik der Nationalbank beispielsweise. Die Nationalbank wird im nächsten Jahr nichts machen an ihren Zinsen. Sie wird die Zinsen weder erhöhen noch senken. Das heißt, die Geldmarktzinsen werden dort bleiben, wo sie heute sind, bei diesen minus 0,75. Bei den Renditen der langfristigen Obligationen spielt natürlich auch die Konjunktur eine Rolle. Wenn die besser sich verbessert, werden die Zinsen leicht ansteigen. Das wird im nächsten Jahr der Fall sein. Aber dieser Anstieg der Renditen auch bei den Obligationen 10 Jahre und länger wird in einem überschaubaren Bereich bleiben. Ja, nicht nur die tiefen Zinsen sind ja in der Regel positiv für die Aktienmärkte. Sehen Sie noch weitere positive Treiber für nächstes Jahr an den Aktienmärkten? Für mich ganz klar, die Gewinnentwicklung der Unternehmen, also die Unternehmensgewinne, die
sind im Fokus. Und hier die verbesserte Nachfrage, die man ja im zweiten Halbjahr 2020 schon auch gesehen hat, wird sich 2021 fortsetzen. Das kombiniert mit den Kosten- und Effizienzmaßnahmen birgt natürlich ein überdurchschnittliches Gewinnsteigerungspotenzial. Und das ist das Fundament für weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten. Die Aktienmärkte sind ja sehr hoch bewertet. Letztes Mal waren sie so hoch bewertet, zumindest gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie vor 20 Jahren, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Sind die beiden Situationen vergleichbar? Für mich hinkt der Vergleich ein wenig, weil die Situationen sind unterschiedlich. In der Dotcom-Blase war es wirklich eine Blase. Da wurden Unternehmen die Kurse nach oben getrieben durch die Hoffnung auf mögliche Kursgewinne oder Gewinne der Unternehmen, und das ist nicht eingetroffen. Also die Substanz und die Gewinne waren nicht vorhanden. Das ist unterschiedlich. Heute haben wir eine solide Substanz bei den Unternehmen und die Gewinnentwicklung wird sich verbessern durch die Normalisierung. Dementsprechend werden sich auch die Bewertungsrelationen stark normalisieren und ich erwarte hier, dass diese deutlich sinken im 2021. Und wo sehen Sie die besten Chancen? In welchen Sektoren? Für mich im Finanz- und Industriesektor zu Beginn 2021 denke ich, dass diese Sektoren überdurchschnittlich sich entwickeln werden. Grund dafür ganz klar, die Gewinne oder die verbesserten Unternehmensgewinne sind in diesen beiden Sektoren noch nicht angekommen. Dementsprechend Finanz und Industrie würde ich anfangs 2021 kaufen. Thomas Schlucki, die tiefen Zinsen sind ja in der Regel auch günstig für Immobilienanlagen und für Gold. In der Vergangenheit war das oft so. Wird es auch 2021 so bleiben? Ja, das zumindest für die Immobilienanlagen ist das so. Die tiefen Zinsen werden die Nachfrage nach Immobilien hochhalten, sowohl beim selbstbewohnten Wohneigentum als auch bei den Renditeliegenschaften, also den Mietwohnungen. Privatinvestoren, aber auch Pensionskassen werden weiter versuchen, den tiefen Zinsen bei den Obligationen zu entfliehen und werden Immobilien kaufen wollen. Das wird den Immobilienpreise hochhalten. Beim Gold sieht es etwas anders aus. Gold wird die Krise fehlen im nächsten Jahr. Die Suche nach Sicherheit wird abnehmen. Das wird dazu führen, dass der Goldpreis eher etwas unter Druck geraten wird. Nicht im großen Ausmaß, also es ist kein Einbruch, aber die Preise dürften eher sinken. Das heißt nicht, dass man das Gold jetzt unbedingt verkaufen muss, sondern die nächste Krise, die kommt irgendwann bestimmt. Und dann ist man noch froh, wenn man etwas Gold im Portfolio hat. Der US-Dollar, der hat gegenüber dem Schweizer Franken bis jetzt in diesem Jahr 8% verloren. Das ist für Währungsverschiebungen doch sehr viel. Bleibt der Dollar auch nächstes Jahr so schwach? Ja, der Dollar ist momentan nicht in der Gunst der Anleger, das darf man effektiv sagen. Es gibt auch keinen Grund, warum der Dollar so unter die Räder kommen soll, wie es momentan der Fall ist. Die US-Wirtschaft, sie entwickelt sich nicht schlechter als beispielsweise diejenigen in der Eurozone. Im nächsten Jahr gehe ich davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft sich besser erholt als Europa. Es ist auch flexibler und das wird dem Dollar wieder helfen. Das wird auch die Zinsen in den USA etwas anheben. Ich gehe davon aus, der Dollar wird im nächsten Jahr stärker werden, auch zum Franken. Zum Schluss noch eine Frage zum chinesischen Renminbi. Schwieriges Wort. Der ist in aller Munde. Würden Sie jetzt Anlagen im chinesischen Renminbi machen? Ja, ich wäre jetzt weiterhin vorsichtig, Obligationen aus China in Renminbi zu kaufen. Nicht, weil ich Angst habe, dass der Renminbi sinkt. Die People's Bank of China wird den Kurs etwa dort halten, wo er heute ist. Ich kaufe aber Anlagen auf der Aktienseite in Emerging Markets. Ich finde die attraktiv momentan. Und da muss man sich bewusst sein, wenn man einen breiten Index, einen breiten Fonds kauft in Emerging Markets, das sind 40-50% sind Anlagen in China und damit auch in Renminbi. Thomas Schlucki, Jan Widmer, vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Sehr gerne.